Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es heute super, denn ich habe Post bekommen von der lieben Pichu. Mein drittes bestelltes Bild ist angekommen. Es liegt jetzt schon ein paar Tage bei mir. Ich lasse mir immer alles zur Arbeit liefern und diesmal war mir der große Karton, ihr kennt ihn schon, ich habe ihn im letzten Video gezeigt, dieser große, lange weiße, das war mir zu umständlich, deswegen habe ich den schon entfernt und es ist nur das Bild, die Steine und natürlich ein Toolbox. Eine Toolbox. So, wie ich euch jetzt hier vorstellen kann und darf. So, wie immer, ne, das sind Sachen, die ich mir ausgesucht und selbst bezahlt habe. Und alle Bilder, die ihr hier seht, die gefallen mir persönlich. Ich habe sie selbst ausgesucht. So, fangen wir doch mal mit dem Toolkit an. Dieses Mal haben wir es in einem lilanen Beutelchen. Die ersten beiden Bilder, die kamen hier in so einer türkisenen. Diesmal habe ich lila erwischt. Finde ich auch eine super schöne Farbe. So, wir haben wieder den Regenbogenstift. Den lasse ich jetzt eingepackt. Ich zeig euch, ne, ich zeig euch einen ausgepackten. So, ja, genau. So sieht er ausgepackt aus. Ne, er glitzert wunderschön in den Regenbogenfarben. Wir haben hier ein tolles Roségold. Ja, Gold, Roségold. Wir haben eine Einzelspitze. Hier seht ihr sie. Einen Mehrfachsetzer können wir hier leider nicht anwenden und auf den Stift draufsetzen. Also hier. Wir haben natürlich ein schönes Schiffchen. Diesmal habe ich eins in Schwarz erwischt mit schwarzem Deckel. Letztens hatte ich ein schwarzes mit einem blauen Deckel. Und davor hatte ich einen rosanen mit einem blau glitzernden. Wir haben hier wieder unser Wachs. Zwei Plättchen in Weiß. Und ich weiß nicht warum, ich habe ihn ja beim letzten Mal schon bestellt. Irgendwie habe ich ihn nicht aus dem Warenkorb gelöscht oder er hat sich nicht selbst gelöscht. Ich habe nochmal diesen Coverminder. Aber man kann ja nie zu viele Coverminder haben. Nur den hatte ich schon. Egal. Da habe ich nicht aufgepasst beim Bestellen. Diese Schiffchen hier, die liebe ich ja. Wie ihr seht, ich habe schon eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein weißes. Also, die sind auch so schön stapelbar. Sag mal, wo ist der weiße Deckel? Und dann nehmen sie auch nicht wirklich viel Platz weg. Das ist meine Schiffesammlung von der lieben Pichu. Das ist eins ihrer allerersten. Mit dem arbeite ich auch immer noch sehr gerne. Das gleiche habe ich auch noch in Blau. Das sind die kleinen und ich habe sie auch noch in Groß. So, schauen wir uns doch mal die Steine an. Wir haben viele bunte Farben im Hüpfbeutel. Zeige ich euch doch erstmal die schöne Leinwand. Und wollt ihr das Bild sehen? Oder soll ich euch auf die Folter spannen? Warte. Soll ja ein bisschen spannend bleiben. Wir haben 47 Farben. Hier haben wir die laufende Nummer, das Symbol auf der Leinwand, die DMC, die Anzahl der Steinchen und wie viel Gramm.
So, ihr seht, wir haben eine wirklich bunte Farbpalette. Wir haben hier wieder ein Bild der lieben Tiny Tammy. Und ich habe sogar schon ein viertes bestellt am Montag. Das ist aber ein Bild von Harena. Mit dem am Montag bestellten Bild wollte ich eigentlich an dem Event von Chaos on Tour teilnehmen, an dem Bora und Schüttelfrost Event. Aber ich befürchte, dass das Bild nicht bis zum 30. September da ist. Das Event fängt am 1. Oktober an. Ihr Lieferant hat nämlich momentan ein paar Lieferschwierigkeiten, weil so viele an Corona erkrankt sind. Aber wie ihr in einem meiner letzten Videos gesehen habt, habe ich ja schon ein Ersatzbild bestellt, falls das von Pichu nicht rechtzeitig ankommt. So. Schauen wir uns doch mal die Farben an. Ich schicke das einfach mal aus. Viele, viele bunte Farben. Ein Haufen Blau. Also auf den. Und wir haben hier Harzsteine. Alle Bilder von der Pichu kommen mit Harzsteinen. Eingestellt sind sie mit eckig. Wer das Bild aber mit runden Steinen haben möchte, der schreibt der Pichu einfach eine E-Mail und sie macht das dann möglich. So, also wir haben Harzsteinchen, wie ich schon sagte. Super Steine. Wir haben die DMC-Nummer hier draufstehen und die Grammanzahl, die sich in der Tüte befindet. Die ist immer etwas höher als was auf der Legende steht, weil mehr eingepackt werden als gebraucht werden. Also hier von der 995 zum Beispiel brauchen wir 84,07 Gramm und wir haben 89,06. Also gute 5 Gramm mehr, als wir brauchen. Wir haben hier die 3865. Das ist das Weiß. Nicht rein weiß, sondern ich sage immer gern, das ist so ein Cremeweiß. Oder ich glaube Ivy, ich bin mir nicht ganz sicher. Davon brauchen wir 48,79 und wir haben 41,69. So. Ein Orange. Mein Sohn ist im Hintergrund einen Film angucken. Deswegen schreit er ab und zu, weil er da so richtig mitgeht. Die 606, ein Rot. Die 718, ein tolles Pink. Dann die 3822, ein Gelb. 3844, Blau. 3846, noch ein Blau. Die 996, noch ein Blau. Bei der Farbe passiert es mir öfter. Hier kann es jetzt nicht passieren, weil es auf der Tüte klebt. Aber es gibt auch die Farbe 966. Die 966 ist allerdings grün. Und die 996 ist das Blau. Ah, hier haben wir es. Ne? Die 996 und die 966. Bei diesen kleinen 200er abgepackten Tütchen, wenn man die dann nämlich mal andersrum greift, da weiß man immer nicht, wenn man noch Anfänger ist, welche Farbe ist es denn jetzt? Die 745, ein Gelb. Die Farben sind in echt ein klein wenig heller, als sie in der Kamera rüberkommen. Die Kamera macht die Farben ein wenig dunkler. 3837, ein Lila. 3805, wieder ein Pink. Guckt euch mal diese tollen Steine an. 3806, ein Rosa. Quatsch, 3608. 3072. Noch ein Lila, die 208. Die 959. Ein Türkis. Noch ein Blau, die 826.
Dann haben wir die 3761, ein helles Blau. Noch ein Rosa, die 3609. Das ist ein Orange, die 720. Oder ich würde sagen, das ist Orange. Noch ein Blau, die 799. Warte, ich mache nochmal das Licht an, das Große. Ist etwas dunkel geworden mittlerweile. Die 892. Schaut euch an, wie toll die glitzern. Wir haben gar keine 310 hier drin und ein ganz klein bisschen 939 nur. Dann haben wir hier noch ein ganz helles Gelb. Die 3823. Ein. Ja, Ockerbraun. Da hat sich ein kleiner Gelber verirrt. 832. Dann haben wir hier ein Grün, die 703. Kleines bisschen nur. Ein anderes Grün, die 164. Ein Braun, die 919. Dann haben wir wieder Blau, 820. Können die ja mal in ein Schiffchen tun. Mal schauen, wie sich da reinlegen. Und ihr seht, die legen sich hervorragend hier in das Schiffchen rein. Die sind alle gleichmäßig groß. Ganz toll. Machen wir das mit der 939 auch mal, weil die ist ja wie die 310 immer etwas schwierig. Und auch die legen sich super und guck mal, wie die funkeln. Das wird so Spaß machen, das Bild zu painten. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich mache. Ich habe so viele in meinem Stash. So, dann haben wir hier noch ein Rosa, die 956. Bald haben wir sie alle. Ein Grün, die 943. Ein Blau, die 796. Die 797, auch Blau. Und noch ein Blau. Also wie ihr seht, wir haben viele verschiedene Blautöne. Die 798. Ein Bordeaux Rot. Bordeaux, ja. 902. Ein lila Fliederton. Die 155. Ein Orange. Die 402. Ein Grau, die 318. Noch ein Fliederlila, die 340. Ja, das ist auch so ein... ich sag da immer zu so ein Lila, nee, nicht Lila. Bordeaux-Rot, bräunlich, die 315. Ein Peachton, die 224. Noch ein Orange, die 742. Ein Pink, die 841. Ein schönes Rosa, die 963. Dann haben wir dieses Eisgrün hier,
747. Und die letzte Farbe ist noch ein helles Blau, die 3766. Haben wir denn auch 47 Farben? Ich zähle mal nach. 40 Tütchen. Passt genau. Packen wir die Steine mal wieder ein so lange. Und dann widmen wir uns der Leinwand. Die ist wieder in diesem schönen hellen. Ach, guck mal, hier hat sich ein Stein rausgeschummelt. Also die Leinwand ist wieder in diesem schönen hellblauen Seidenpapier mit dem Sticker You are pretty awesome. Was ich ganz vergessen habe, wir haben hier noch, was wir dabei hatten. Danke für deinen Einkauf. Wir haben den Flyer von Tiny Tammy, was es da alles für Bilder gibt. Wir haben einen Flyer von der Facebook-Gruppe. Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet. Kommt gerne rein, ganz toll. Und den Katalog von der Pichu, den wir auch schon kennen, was man alles bei ihr kaufen kann. Den Shop verlinke ich euch wieder unten in der Beschreibung. Stöbert gerne. Sie hat mittlerweile eine riesen Menge an Bildern, die sie anbietet von den verschiedensten Künstlern. Aber jetzt kommen wir dann wirklich endlich zu der Leinwand. Seid ihr schon gespannt? Na, ratet doch mal, was es für ein Bild sein könnte anhand der Farben. Und schreibt es mir in die Kommentare unten. So, wir haben wieder ein Band. Gucken, ob ich das wieder aufbekomme oder ob ich schneiden muss. Sieht aber gut aus. So. Wir haben eine flausche Leinwand. Wir haben Wellenränder und abgesteppte Ränder, dass nichts ausfransen kann. Und dann würde ich mal sagen, spanne ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter. Das Bild ist 60 x 80 cm groß. Oh, Entschuldigung für das Wackeln. Die Artwork ist von Tiny Tammy. Pichu Moon Art. Und hier oben haben wir ihr ganz süßen Chibi. So, was sehen wir hier? Wir sehen ganz viele Sterne und den Mond. Na, na, erkennt ihr es? Erkennt ihr es? Wir haben, guck mal, das passt hier gar nicht richtig drauf. Das Bild ist so groß. Die Waldgeister am Lagerfeuer. Ich habe das Bild gesehen und ich musste es haben. Das war so niedlich. In die Sterne und in den Mond hier oben werde ich wahrscheinlich ein paar Leuchtsteinchen einarbeiten. Leuchtsteinchen werdet ihr alle kennen. Ich habe hier noch von einem anderen Bild zwei Döschen übrig. Das
sollte, denke ich, reichen. Vielleicht kann man ja auch noch ein paar AB-Steine einarbeiten. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Farben und wo würdet ihr die Leuchtsteine einsetzen oder würdet ihr nur AB-Steine einsetzen? Und wenn, wo würdet ihr die AB-Steine einsetzen? So, also wir haben eine flausche Leinwand. Hier unten ist nochmal ihr Hasi. Wir haben hier die Kanäle, wo ihr die Pichu überall findet. Wir haben hier oben rechts eine Leinwand. Ja, wir haben eine Leinwand, ich meine aber natürlich eine Legende. Wir haben gegossenen Kleber. Wir haben eine richtig dicke Folie, die ist auch nicht zu dünn und knistert nicht so extrem. Hier seht ihr das Klebe, der ist total glatt. Und ihr hört es, der klebt sehr schön. Schauen wir uns mal die Symbole an. Wir haben ein Raster, ein kleines. Und das ist wieder ein super klarer Druck. Man erkennt alles ohne Probleme. So, messen wir mal aus. Angegeben ist es mit 60 mal 80. Ja, wir haben hier 59,5. Muss ich mal ein wenig mal. Das Bild ist einfach zu groß für meinen Tisch. Die stellen mich jetzt gerade aber auch ein bisschen doof an. Mal ja. Warte, sind wir richtig? Hier haben wir 80, also passt. Angegebene Größe ist die Bildgröße. So, und jetzt hier, so soll das Bild mal aussehen. Ist das nicht niedlich? Und bei Tiny Tammy habt ihr auch die Möglichkeit, den passenden Postkarte dazu zu bestellen gegen einen kleinen Aufpreis. Das habe ich hier gemacht. Und die hat so ein, ja, das ist so gefühlt so ein bisschen beschichtet, so weich. Das fühlt sich richtig toll an. Die ist auch echt super, die Postkarte. Karte. So. Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da und abonniert auf meinen Kanal. Da würde ich mich super freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Michaela.